Guten Morgen, liebe Naturbegeisterte. Heute drehen wir mal eine Runde und schauen mal, was so alles am Wegesrand wächst. In den letzten Touren haben wir ja gesehen, da blüht es richtig prächtig. Nach dem Intro geht's direkt los. Ja, hier geht schon los am Wegesrand in den Gärten. Die Maiglöckchen. Der Storchschnabel. Der Hahnenfuß. Der Wiesenkerbel. Die weiße Taubnessel. Ja, hier die Tannen. Schon auf den Touren der letzten Tage die Blütenpracht wirklich herrlich. Der Gamande Ehrenpreis. Die Wiesenglockenblume. Das Rotklee. Vielfältigste Gewächse zu erkennen hier auf den Wiesen. Ein Pyrenäen-Storchschnabel. Der drüsige Klappertopf. Das wollige Honiggras. Das Gänseblümchen. Was ganz Spannendes hier. Die gewöhnliche Stockrose. Der Knöllchensteinbrech. Ja, auf den Wiesen hier schon wirklich eine Vielfalt an Blühern zu dieser Jahreszeit. Der Löwenzahn. Ja, da haben wir wieder ein schönes Gewächs. Die Knoblauchsranke. Die Goldnessel. Oh, was ganz Spannendes hier. Eine Zypressen-Wolfsmilch und hier die Walderdbeere. Hier im Rotwildgehege auch noch ein schönes Gewächs. Das gewöhnliche Barbarakraut. Ein besonders schönes Exemplar. Der großkelchige Weißdorn.
blühen, die jetzt hier im Mai am Wegesrand die Touren säumen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Teilt und kommentiert das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins, dann verpasst ihr keine zukünftige Touren und Aktionen. Ansonsten sage ich Tschüss und Danke, bis zum nächsten Mal.